Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge. Staxel, der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Ich muss nur gerade. Ein Röhrchen klein. Nein, scheiße. Der Mike kauft sich wieder neue Kleider im neuen Jahr. Dementsprechend auch groß Neues, würde ich mal sagen. Mike ist in Partylaune mit bunten Klötchen. Eben das eine. Da mische ich mich gar nicht ein. Moment, wir haben einen neuen Tag. Ich sollte die Kühe auch melken. Da war ja was. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Die Kuh, die melke ich und die ist ganz entzückt. Das sieht schön aus. Ihr seid noch nicht reif, aber ihr seid reif. Aha. Hast ein schönes neues Kleid. Ja. Das ist doch schön. Das freut mich für dich. So. Eine fucking Kaffeebohne gab's nur. Ich pflanze mir erst morgen ein, wenn hier die Rübe reif ist. So, das weiße Holz brauchen wir aktuell nicht. Das lassen wir mal hier. Hatte ich eigentlich irgendwas bestellt? Nö. Gut. Ja, wenn hier alles so fleißig am Kochen ist, können wir hier auch mal die Milch. So viel zum Thema, wir haben noch Zuckerrübensamen. Können wir ja mal alle an einen Ort packen. Dann wissen wir auch, wo die sind. Ich laufe einfach weiter. Nee. Hast du mich schon gesehen? Ja, deswegen bin ich einfach weitergelaufen. Ach so. Du stehst auf der Stelle. Du moonwalkst. Mike! Mach nicht diesen. Diesen Disconnect. Nee, noch ist... Ah, hallo. Hi. Oh, hat sich schnell bewegt. Ich bin schon ganz woanders. Ja, ich weiß. Du bist an mir... Ich hab dich gesehen, du bist um mich rumgelaufen und dann bist du einfach so richtig Roadrunner-Style weggerannt. Ja, ich hab Angst bekommen. Ich geb's ja zu. Du plötzlich im Rüchenkleid. Das war dann doch zu heftig. Ja? Da habe ich Gas gegeben. Ein dunkler Holz, das sieht irgendwie cool aus. Wo bist du? Da. Kleiner, edler Tisch. Korbtisch. Regenbogentisch. Rainbow. Guck mal, ich stehe auch zum Verkaufen. Ich möchte dich nicht kaufen. diese Art von Dingen möchte ich nicht tun. Und ich stehe nicht auf Männer. Das ist so der nächste Punkt. Auch wenn sie Frauenkleider tragen. lila Holz, blaues Holz. Blaues Holz natürlich. Kommst du nicht durch? Bitte Selbstgespräche? Oder du hast nicht genug Geld? Ich rede mit dir. Kommst du nicht durch? Doch. Ich gehe einfach durch dich durch. Och Mann. Wie, du bist der Türsteher. Ich bin der durch die Tür gehe. Wo willst du hin? Zu Rosemarys noch nicht fertigem Haus. Außerdem habe ich ein bisschen Angst. Wenn du schon deinen Körper verkaufen willst. Das macht mir einfach Sorgen, Mike. Warum? Das ist ungesund. Mehr kam gerade leider nicht bei mir an. Nicht immer ist alles gleich ungesund. Das schon. Glaub mir. Nicht alles. Ich weiß, wovon ich spreche. Moment, lass. Aha. Tja, warte, dann machen wir hier, machen wir den hier zu und machen dann hier so rein und dann haben wir da, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yo, ich sehe es gerade auf der Karte. Was denn? Oh. So. Das Problem ist, wir brauchen Möbel. Mike, zieh dir bitte was an. Es ist kalt, es regnet. Du wirst noch ganz krank. Mike, du bist nicht 18, das ist nicht lustig. Warum nicht?
Halbnackte Minderjährige hier. Nee, 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 nee. Ach, komm schon. Nö, nö, nö. Dazu sage ich nichts. Ich halte mich da raus. Ach ja, dann zieh mir mal wieder was an. Zieh dir mal was an. Du wirst noch krank. Ich sag's dir doch. Glaub Alter, mein doch. Hund starrt mir hinten auf den Arsch. Ja, natürlich, du läufst da nackt rum, da guckt der Hund auch komisch. So, what the fuck? Ich meine, gut, der hat wahrscheinlich schon ganz andere Sachen gesehen, aber. Ich meine, es regnet. Da ist dem Hund auch kalt. Man denkt sich, was ist los mit dem? Was ist denn los mit dir? Denkt der Hund sich. Ja. Warum habe ich keine Sensor einstecken? Doch, habe ich. Das ist nur eine Pumpkin-Sense. Pumpkin-Sense! Pumpkin-Sense aktiviert. So sieht's aus. Moment, das wäre die Elektro. Brennen wieder da? Nee, das wäre die Elektro-Pumpkin-Sense. Achso. Ich muss nicht niesen. Ich muss nicht niesen. Du musst niesen, du musst niesen. Nein, du musst ich muss einen Schluck Kaffee trinken, das hilft. Nachher, dein Kaffee ist alle und du. Ich fange einfach an zu niesen, wie so ein Voll. Die ganze Zeit, so wie so ein Schluck auf, nur mit Niesen. Geil. Jo. Weißt du, so wie Pfeffer in der Nase. Genau so, genau so. Siehst du, alle aufgestockt und danach im Folgen. Ja. Hi, alles gut mit dir? Oh, ja, ich hab keine Wand mehr und kein Geld mehr. Shit. Na. Jetzt muss ich auch meinen Körper verkaufen gehen. Ich höre die Hälfte nicht, weil du gerade voll der Roboter bist. Immer noch. Ja? Ah, das Jahr kam gerade sehr flüssig. Das klang, als hättest du ins Mikrofon gepupst. Ist so. Nein. Doch. Die Frage ist, womit machen wir als nächstes Geld? Ich muss irgendwas muss ich verkaufen. Wir können ein bisschen Butter machen und Butter verkaufen. Das ist jetzt vielleicht gar keine schlechte Idee. So. Ich meine, hier ist nichts Wertvolles dabei, was wir verkaufen könnten. Hier auch nicht, außer Stein. Ah, hier ist aber noch ein bisschen Pflastersteinpfad. Den können wir verwenden schon mal. Während die Butter noch buttert und zu Butter wird, können wir schon mal ein bisschen Weg platzieren. What the fuck? Was denn? Ich fahre gerade durch die Welt. Ja, dann hör auf, Drogen zu nehmen. Ja. Hallo? Hallo. Mike, hörst du mich oder fällst du gerade durch die Welt? Ich höre dich noch, aber... Oh, du fällst, Mike, du fällst! Dann musst du dich wahrscheinlich nochmal neu connecten. Das hört sich produktiv an. Tschüss. Grüße gehen raus. Verkauf deinen Körper nicht zu viel. Auch wenn du Hochkonjunktur hättest über Weihnachten. Random Fun Fact. Prostitution hat auch das größte Geschäft zur Weihnachtszeit. Schick mal bitte Invite. Du kannst auch einfach mit Rechtsklick auf Spiel beitreten klicken. Aber ich schick dir trotzdem mal. Hopp. Invite gesendet. So, da kommt eine Tür rein. Wir können ja schon mal Fenster gucken. Wenn die Auswahl bei Fenstern ist begrenzt. Ich glaube, ich will so ein Shop-Fenster fast haben. Da wollen wir so Fenster. I'm not that sure to be. Are you sure about that? Nope.
Oh Mann, ich mag das irgendwie voll. Nope. I'm sure about that. Nope. So. Da ich kann auch noch in der tiefen Stimme. Hopp. So. Dann kommt hier die Küche hin. Hier kommt der Esstisch hin. Ja. Wir brauchen noch ein Badezimmer. Sonst muss er im Bett muss er im Wohnzimmer schlafen. Das ist blöd. Dann kommt hier die Küche hin. Hier kommt der Essbar. Ich mache mir hinten noch so ein Badezimmer. Dann machen wir hinten ein Schlafzimmer. Ja. Kacken neben der Küche ist doof. Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt kann ich den Bock nicht aufnehmen. Hi. Hast du Geld? Ja, 9000. Und, wieso? Möchtest du Einrichtung für Rosemary kaufen? Was brauchst du? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber bestimmt so einiges. Hier ist noch ein Block. Danke! Ach, das war der Block, den ich nicht aufnehmen kann. Hammer! Noch ein Hammer. Hallo, hallo. Mein Hammer. Danke. Wo kommt was hin? Also hier würde ich eine Küche hinmachen. Hier ein offenes Wohnzimmer. Mit Esstisch hier halt. Und hier kommt ein Schlafzimmer hin und hier kommt ein Bad hin. Hier hin. Ja. Nee, hier kommt eine Terrasse hin. Aha, du springst. Das lag richtig bei mir rum. Du springst die ganze Boing, 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 Boing. Was könnte daran liegen, dass ich springe? Machst du Sachen weg? Das war schon vor 2 Minuten. What the fuck? Weil dann kommt hier die Küche. Jetzt stehst du immer drinnen? Ja, du hast eben gesagt, du würdest dich verkaufen. Nein. Jetzt stehst du nur rum. Jetzt bewegst du dich wieder. Ich sage, ich stehe nur rum oder was? Jetzt stehst du schon wieder rum. Jetzt platzierst du was. Jetzt bewegst du dich wieder. Stehst du wieder rum, baust wieder. Baust wieder was ab. So. Stehst wieder. Ne, du bewegst dich jetzt. Läufst raus. Ich geh jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ab nach Hause. Das wird eine Sause. Käffchen. So. Neuer Heimatpunkt gesetzt. Darauf ein Schlückchen Kaffee. Wo ist meine Milch? Da ist meine Milch. Mike schläft wieder bei mir, okay. Mike möchte in letzter Zeit nicht alleine schlafen, ich merke das schon. Ich habe Angst im Bett. Gut, dass ich Fenster und Türen habe, die uns beschützen. Ja. Da bin ich ja beruhigt. Aber mit dem Sleeping Bag ist es schön bequem. Ja, das ist so eine feine Sache. Ich glaube, den wechsle ich aus. Sicher und gleich steht hier ein Bett bei mir im Zimmer. So ganz unauffällig. So. Ja, klar. Na klar. So. Hi, Emilia. Ihr habt das auch gehört. Die Kuh hat uns mal wieder rücksichtslos angeschissen. Hallo Standteil. Plopp, plopp, plopp. Ich ernte die Zuckerrübe doch. Plopp, plopp, plopp. So. Aha. Jetzt wissen wir ja, wo die Zuckerrübensamen sind und können dementsprechend Zuckerrübensamen holen, ohne dass wir das Problem haben, dass wir sie 5 Stunden suchen. Und wir können sie dementsprechend auch einpflanzen. Ach ja. 1 Samen, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es hat tatsächlich gerade 2 so schnell aufeinander gepflanzt, deswegen. Du hattest vollkommen recht.
Tschüss. Tschüss. Was macht er? Warum geht er? Mit wem redet er? Warum geht's hier? So, wir werden jetzt erstmal Butter verkaufen. Ich bin gerade nicht auf deiner Farm. Und du hast wahrscheinlich auch kein Schild hier irgendwo aufgestellt. Stimmt's? Wir müssen ein Schild suchen, Leute. Die Schildsuche beginnt. So. Haben wir mal ein bisschen Erde gestellt. Wolltest du ein bisschen Erde stellen? Ich hab mal ein bisschen Erde gestellt. So, jetzt ist es aber auch hell. Vielleicht habe ich da die... Ich sehe es. Hat das hier einfach hingestellt. Ich hätte es ihm letztes Mal einfach nicht wiedergeben sollen. Aber ich habe noch was anderes in deinem Haus platziert. In meinem Bett, ich sehe es schon. Also meine bessere Hälfte hat damals auch so langsam erfahren, dass ich heimlich einziehe, indem ich so die Zahnbürste platziert habe. Und dann dies und dann das und dann jenes. Und auf einmal die Blazy da stand. Nein. Hä? Krieg das Schild wieder? Ne, geht gerade nicht. Doch. Ne, geht nicht. Oh. Ein Sternenteil. Jo, Cecile. Ich bin etwas skeptisch, was dieses magische Wasser angeht. Ich weiß nicht, woher es stammt oder wie es funktioniert. Aber es kann nicht sein, dass Magie real ist. Willst du aufhören, in mir drin zu stehen? Hier, Cecile, ein Sternenteil. Ja, ist ein Geschenk für dich, Cecile. Yep. Hast du schon bessere Sternenteile gesehen? Okay. Hilfe! Ich vertick jetzt erstmal ein bisschen Butter. Vertick du mal ein bisschen Butter. Ah, 12.000 ist gut. So. Oh, 12.000. Moment, falscher Laden. Hallo. Ja, es ist halt gute Qualitätsbutter. Da kann man schon mal 12.000 für verlangen. Hallo, krieg das Schild wieder? Nein, nerv nicht. Du kriegst es erst wieder, wenn du es zufällig auf deiner Farm findest. Du bist gerade ein Roboter, ich höre dich nicht. Oh, eine blaue Tür. Hallo, ich bin. Was ist das denn für eine krasse Tür? La 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 la. Oh, gibt es weiße Dächer? Ja, oder? Könnten ihr ein... Moment, das ist deine Farm. Da wollte ich nicht hin. Was willst du auf meiner Farm? Nix will ich da. Ich hab mich nur verlaufen. Nein, jetzt gib mir das Schild wieder. Na, warum denn? Muss ja erst, weil ich es wieder haben will. Ich muss es ja erstmal bei dir aufstellen. Och man, kann ich nicht mehr... Ist ja langweilig, wenn du es immer hast und bei mir aufstellst. Sehr ausgewogen sein. Genauso wie der Eimer bei in meinem. Höher, immer höher. Weißt du, manche tanzen auf dem Tisch und der Mike, der tanzt auf den Wänden direkt. Ja, klar. Der gönnt sich richtig. Höher! Höher, höher, immer höher! Da muss er selber springen. Hui! Jabbedu! Jabbedu? Jabbedu. Hier. Ja, da wächst halt so ein bisschen Baum rein. Ich hab's noch nicht gehört, was du gesagt hast, weil das Discord mal wieder so perfekt überträgt bei deiner aktuellen Internetqualität. Aber jetzt hörst du wieder durch die Welt, nehme ich an, so wie du gerade hier durch die Gegend schwebst. Tschüss, Mike.
Und euch auch tschüss, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Haut rein und bye bye.